Hallo, liebe Modelleisenbahn-Träume, TV-Abonnenten und Freunde unseres Kanals. Heute kommt Teil 12 des Märklin-Gepäckwagen-Umbau zur Disco. Ja, wir haben uns entschieden, den 12. und letzten Teil zu machen, da ja die Disco-Bahn fertig ist und dann bald im neuen Bereich verbaut werden kann. Gut, dann gehen wir jetzt mal rüber und machen die letzten Schritte und zeigen euch, was wir alles tun noch und was passiert ist. Die Stecker sind gekommen und darum geht es jetzt weiter. Viel Spaß beim Anschauen. Und hier sind wir auch schon bei unserem Gepäckwagen, der ja mittlerweile zum Discozug umgebaut worden ist. Hier ist wie gesagt der Eingang. Hier kommen noch Treppen hin. Und jetzt hier im Grundgebäude haben wir die Stecker schon verbaut. Eine Discolampe wie im Waggon ist jetzt hier auch im Gebäude drin. Dann ein normales Licht haben wir verbaut. Und wir sind jetzt gerade dran, die Verkabelung im Oberbau zu machen. Das heißt, wir haben hier eine Discolampe nach oben, hier eine Discolampe nach unten, hier eine Rotlichtlampe, um den Tower zu beleuchten. Und hier in diesem Bereich die Verkabelung, da ja das Licht von unten hier dann auch reinkommt. Und dann kommt ja dieser Bereich drauf. Ja, wir haben jetzt eine Grundplatte gemacht, die hier so drauf kommen wird, wo dann das Gebäude drauf kommt, um die sozusagen die fehlenden Bereiche hier oder hier dementsprechend zu kompensieren. Und da sind wir jetzt dran und da basteln wir jetzt ein bisschen weiter. Thank you.
Jetzt haben wir mittlerweile das Hauptdach aufgeklebt. Da das etwas komplizierter jetzt alles ging, haben wir das jetzt schon vorbereitet, bevor es zum Film ging, weil wir haben 3, 4 Abbrüche beim Film müssen machen, weil immer wieder was schief lief. So. Aber es ist jetzt da, im Endeffekt drauf. Und hier ist dann so eine Art Terrasse jetzt, wird da noch geplant. Und jetzt haben wir das Casablanca-Schild noch drauf. Und Disco Casablanca, ja, mit der Thronfigur und der Dachterrasse, die noch etwas modelliert wird. Das Fahrzeug, die Sonnenbrille etc. Und natürlich als Hauptteil der Waggon. Jetzt wird noch etwas Farbe angebracht. Zum Beispiel hier im Bereich Balkon oder hier. Das Grau weg. Und dann schauen wir weiter. Dann machen wir mal einen Funktionstest.
sind wir soweit fertig. Wir haben ja jetzt die Zäune fertig hier, haben auch noch Zaun hingemacht. Und wir haben jetzt hier als Sicherheit, dass die Leute nicht drunter gehen, Bauzaun hingemacht. Und wie gesagt, so Treppen kommen dann noch hin, müssen wir aber noch bestellen oder gucken, wo wir die herkriegen. Und dann kommen da Treppen rein zum Eingang. Und jetzt lassen wir die Funktion mal laufen hier. Und dann machen wir mal das Licht aus, dass man es mal im Dunkeln sieht. Gut. Jo, mit diesem Funktionstest verabschieden wir uns jetzt von dieser Reihe des Umbaumärkten Gepäckwagen. Die nächsten Tage oder die Zeit dann werden wir hier wahrscheinlich noch Leute hinbauen, aber das schauen wir noch. Und wie gesagt, hier ist der Eingang. Hier ist auch Disco-Bereich, Restaurant. Hinten dran die Tanzfläche. Und hier oben ist der Außenbereich der Disco. Und in diesem Bereich kommt noch ein Notausgang hin. Jo. Und dann haben wir das Bauwerk fertig soweit. Alle weiteren Schritte seht ihr dann auf Facebook, auf unserer Modelleisenbahnträume-Seite. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Jetzt kommen wieder andere Punkte an die Reihe. Und bis dahin sage ich viele Grüße und danke fürs Abonnieren und die Daumen nach oben. Hat mich immer gefreut oder freut mich immer, wenn ihr das macht. Also, eine gute Zeit, viele Grüße, euer Markus.